Ready? Ja. Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem Video auf unserem Kanal. Ja Freunde, heute kommt ein sehr gefragtes Video und zwar haben sich einige gewünscht, dass ich mal so meinen gesamten Kleiderschrank oder halt alle meine Sachen so vorstelle. Also T-Shirts, Hoodies, Schuhe, Accessoires, alles mögliche. Und ja, da habe ich mir gedacht, mache ich das einfach mal heute, weil heute auch der Finn zusammen mit einem Kumpel da ist. Also heute auch hinter der Kamera mal wieder Finn. Und ja, ich habe gedacht, ich fange jetzt einmal mit den Accessoires an, komme dann zu den Hoodies, also zu der Kleiderstange hier, dann zu den Sneakern und noch zu ein paar Shirts, die ich hier noch rumliegen habe. Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir direkt zu den Accessoires. So Freunde, hier hätten wir einmal die Supreme Illusion Coin Bang, also das ist halt einfach, habe ich euch schon mal ein paar Videos gezeigt. Die habe ich für 35 Euro bei Bump geholt. Ja, ist jetzt eigentlich nichts Besonderes, man kann halt, ich zeige euch das Tricks, Freunde. Das auf jeden Fall zu der. Ich finde einfach, die sieht ganz cool aus. Und ja, dann habe ich hier meine Supreme-Schaufel. Sollten auch eigentlich einige von euch kennen. Die habe ich schon in einigen Videos gezeigt. Ja, ist halt diese Gartenschaufel. Nennt man das Gartenschaufel? Ja. Gartenschaufel. Und ja, Digga, da mache ich jetzt ganz kurz einen Prozess. Eine Etage weiter runter haben wir dann einmal hier übrigens ein paar Pflanzen von Ikea. Sind Fake-Pflanzen, also nichts Besonderes. Haben wir einmal die Tasse hier von Supreme. Die ist aus der Hysteric Glamour Collab. Die kam meines Erachtens nach irgendwie vor eineinhalb Jahren oder ein Jahr raus und hat Retail 50 Euro gekostet. Allerdings habe ich das dafür nicht gezahlt, sondern habe sie von einem Kumpel geschenkt bekommen. Ja, hier zwischen ist dann noch so ein Supreme Flummi noch eingepackt, das habe ich noch nie benutzt. Und ja, dann noch eine Etage weiter runter. Hier hätten wir dann einmal so halt alle Flaschen, die ich hier habe. Und zwar einmal die drei Pepsi X Babe Flaschen, die aus dem Jahre 2001. Die habe ich damals für 100 Euro gekauft. Dann haben wir hier vorne nochmal die Supreme Gartenhandschuhe. Die habe ich vor einem Jahr... halt online gekauft und hier noch ein kleines Supreme-Flummi und noch eine Supreme-Flasche. Genau, Freunde, dann habe ich hier noch, so ich weiß nicht genau was das ist, habe ich auch schon mal irgendwie ein Video gezeigt, ist halt irgendwie so eine wasserdichte Hülle für Handys oder Geld und sowas und da habe ich halt einfach meine Off-White-Laces reingetan, damit da halt so ein bisschen Farbe drin ist. Und hier ganz unten habe ich dann noch ein paar Supreme-Sticker, halt Boxhugo-Sticker und ein paar noch, hier zum Beispiel der Sticker, ne, das ist ein ganz normaler, also hier sind so ein paar Special-Sticker noch, Freunde. Und ganz unten dann noch ein paar Rechnungen, ist aber jetzt nicht so erwähnenswert. Ja, Freunde, das war's dann noch mit den Accessoires. Wenn man halt jetzt hier so lang geht, haben wir halt hier meine Kleiderstange. Zuvor noch, hier ist noch ein Supreme Blimp. Das Supreme Blimp habe ich mal für 20 Euro bekommen von einem Abonnenten. Nochmal Grüße gehen raus an dich. Hier hängt halt jetzt so alles Mögliche, also meistens eher Hoodies. Aber ich habe das halt eigentlich immer so gemischt mit T-Shirts und so, aber da habe ich halt jetzt für das Video erstmal alle Hoodies hingegangen. Ich gehe jetzt einfach mal schnell durch. Wir haben hier einmal meinen Palace Hoodie. Den habe ich ja jetzt auch schon ein bisschen länger. Leider ist die Qualität nicht mehr so nice bei dem, weil der hat schon sau oft in der Wäsche war. Und der ist schon so ein bisschen eingelaufen. Das ist eine Size L. Allerdings fittet der jetzt eher noch so wie eine M. Dann haben wir hier noch einen ganz alten LeFaster Young Hoodie. Ja, einen ganz alten LeFaster Young Hoodie. Den habe ich mir mal irgendwie vor 2 oder 3 Jahren geholt. Habe ich auch in einem der ersten YouTube-Videos mal gezeigt gehabt. Dann hätten wir hier noch einmal einen Carhartt-Pullover. Ist halt ein ganz schlechter Carhartt-Pullover. Den hat mir mal meine Mutter geschenkt. Den hat sie, glaube ich, aus Amsterdam. Dann hätten wir hier einen und auch den einzigen Supreme Pullover, den ich habe. Das ist einmal der aus der letzten Season noch, aber aus der letzten Woche. Ist halt hinten einfach dieser Print drauf, den ich ganz cool finde. Und den man auch, wenn man die richtigen Pieces hat, wirklich gut kombinieren kann. Und ich versuche jetzt halt auch am Wochenende, oder wenn ihr es jetzt seht, heute den Jordan zu bekommen, der halt auch grün ist. Also den Jordan 1, das wäre dann ganz fresh. Dann auch zu einem sehr gehypten Pullover oder Sweater, sage ich jetzt mal. Und zwar hätten wir einmal den Gosha X Adidas Sweater. Halt jetzt aus der letzten Kollektion von Gosha Rapschinski, halt mit der grünen Aufschrift hier und ja, halt nochmal hier die Streifen an der Seite. Hat halt diesen extravaganten Fit, was ich aber eigentlich sehr feier. Und ja, den hatte ich bisher jetzt auch nicht oft an, ich glaube 2 Mal oder sowas. Ansonsten chillt er halt hier eher so, weil ich will den jetzt nicht irgendwie jeden Tag anziehen, weil der halt schon im Resale schon um 100 Euro, glaube ich, gestiegen ist. Weiter haben wir dann hier nochmal einen LeFaster Young Hoodie, ein Basic Hoodie, der hat damals 74 Euro gekostet. Bei dem, Freunde, muss ich wirklich sagen, der ist wirklich sehr empfehlenswert, weil ich habe den jetzt auch schon irgendwie 1,5 Jahre. Aber die Qualität von denen hält sich wirklich noch sehr gut. Und ja, ist ein Size M, passt mir eigentlich perfekt. Ist zwar jetzt leider nicht mehr so oversized, weil er auch schon sehr oft in der Wäsche war, aber ja. Dann haben wir hier noch einen Hoodie, der, Digga. Den habe ich mal irgendwie vor 1 Jahr zugeschickt bekommen. Der gefällt mir jetzt leider nicht mehr so gut. Hat mir ehrlich gesagt auch noch nie so richtig gefallen, aber hängt halt hier trotzdem noch rum. Ich weiß noch nicht, was hier los war, aber ja, genau. Dann auch schon zum vorletzten, hätte ich einmal hier von der Marke, ich weiß nicht genau, wie sie ausgesprochen wird, Fizi oder sowas, so ein, wie nennt man es, Wollkragenpullover. Der ist aber wirklich eigentlich ganz fresh, der gefällt mir wirklich ganz gut. Ich weiß nicht, für wie viel den die verkaufen, ich glaube irgendwie 34 Euro oder so. Dafür ist die Qualität aber eigentlich ganz nice.
und den hatte ich jetzt auch schon das ein oder andere Mal an. Dann noch hier zum letzten Sweater, und zwar wäre es einmal ein LeFast Young Sweater. Was ich bei dem wirklich mega cool finde, ist der Fit, weil der hat halt so mega die Drop Shoulders und fällt halt mega nice aus. Habe ich auch schon sehr, sehr oft getragen, also ich hatte ihn wirklich schon oft genug an, dass der halt jetzt irgendwie nichts mehr Besonderes ist und ich den halt leider nur selten trage. Ja, Freunde, dann kommen wir jetzt hier von den Hoodies auch direkt zu den Sneakern. Will ich jetzt irgendwie nicht irgendwie groß noch drum rumreden, weil ich halt letztens erst mal ein Sneaker-Video gemacht habe. Ich habe hier einfach mal alle Kartons stehen, also es sind nicht alle jetzt von allen Schuhen, aber halt ein paar. Und eigentlich der einzig neue, der halt letztens jetzt erst dazugekommen ist, ist halt der Nike Sean Waterspoon, den ich jetzt nicht in meinem Sneaker-Video gezeigt hatte. Aber ansonsten hat sich da nichts groß getan. Ich habe zwar auch schon die eine oder andere Idee, was ich mir als nächstes holen möchte, aber da werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Wenn man dann hier noch rübergeht, habe ich hier noch drei Paare stehen, und zwar einmal den Nike M2K Techno, die Gucci Slides und noch meine alten Basketballschuhe, aber ansonsten steht da oben eigentlich auch nicht viel mehr. Dann hätten wir hier unten nochmal meinen Supreme Beach Ball, müsste eigentlich jeder wissen, dass ich den besitze. Und hier noch ganz schnell, Freunde, von der Vardy Team X Willi Collab, mache ich auch mal ganz schnell auf, die haben ja jetzt ihre T-Shirts rausgebracht am 21.09. Und ja, genau, dazu auf jeden Fall hier nochmal eins von den Shirts, hinten mit der Eule drauf. Hat er mir freundlicherweise gratis zugesendet. Und ja, vielleicht habt ihr es gesehen, Freunde. Hier unter ist auch nochmal mein Supreme Handtuch, was ich auch schon im Urlaub und sowas jetzt benutzt hatte. Und ja, genau, Freunde, jetzt komme ich auf jeden Fall noch zu ein paar anderen Sachen, die halt auch noch so normalerweise hier hängen. Aber ich wollte die halt jetzt fürs Video dann nochmal extra zeigen. Dann direkt weiter zu zwei Caps, und zwar hatten wir einmal die Lars Larsen Cap. Also zwei Caps, halt von der gleichen Marke, sind jetzt auch nichts Besonderes. Bei mir ist das Ding, ich trage leider nicht Caps, weswegen ich halt auch nur zwei Stück habe, die mir halt jetzt zugesendet wurden. Würde ich Caps tragen, hätte ich denke ich auch mal ein paar mehr. Aber ja, ansonsten, wie gesagt, trage ich keine Caps. Dann zu einem Shirt, was ich jetzt verkauft habe, an den Kollegen, der hier im Hintergrund die ganze Zeit sitzt. Und zwar ist es einmal das Sade Photo Tee. Halt, vielleicht kennen die einige von euch, ist halt eine Sängerin, sehr berühmte damals gewesen. Und ja, das T-Shirt ist jetzt auch wirklich sehr alt. Damals war es im Resale wirklich sehr, sehr hoch. Jetzt ist es wieder so ein bisschen gesunken. Aber ja, das auf jeden Fall dazu. Habe ich aber jetzt verkauft. Kommen wir jetzt auch schon zu den T-Shirts, die ich wirklich aktiv trage. Und zwar jetzt eher im Sommer getragen habe und nicht im Winter. Da hätten wir als erstes einmal dieses Babe-T-Shirt hier. Das habe ich mir in Paris geholt, in der Size XL. Warum in der Size XL? Vielleicht fragen sich einige, ist das nicht ein bisschen zu groß ist. Babe allgemein fittet irgendwie eine Nummer kleiner, weswegen ich das halt jetzt in der XL geholt habe. Aber der Fit an sich ist wirklich sehr cool, ist halt so ein Boxy-Fit und halt normal oversized. Ja, hatte ich euch aber, denke ich mal, auch schon mal ein Video gezeigt. Hat Retail, glaube ich, 70 Euro gekostet. Dann hier noch zu einem Nike-Shirt, was ich mir in LA gekauft habe. Ich war ja im Sommer für 4 Tage in LA, da habe ich mir dieses Nike-Shirt hier gekauft. Für 30 Euro im Nike Store, finde ich eigentlich ganz nice, ist auch eine ganz coole Erinnerung an den Trip. So, Freunde, kommen wir dann mal zu ein paar Supreme Tees, und zwar hatten wir einmal das Bottle Cap Tee, habe ich euch auch schon mal im Video vorgestellt. Ja, ist sogar noch Deadstock, ich habe es noch nicht getragen, warum genau, weiß ich eigentlich gar nicht. Keine Ahnung warum. Retail bei dem lag bei 56 Euro in der Size L. Dann zu einem meiner Lieblings-Supreme Tees hätten wir einmal das Supreme Fire Tee. Ich weiß nicht genau, ob Supreme Fire Tee heißt oder so, aber ich habe es auf jeden Fall versucht damals beim Drop zu holen, habe es aber leider nicht bekommen, weswegen ich es für, ich glaube, 80 Euro im Resale geholt habe. Ist auch eine Size L, trage ich sehr oft das T-Shirt, ist halt auch mit einer meiner Lieblings-T-Shirt. Ich finde den Print auch eigentlich ganz nice. Und ja, dann zu einem weiteren T-Shirt, was eigentlich noch so gut wie Deadstock ist, hätten wir einmal das Tonal Embroidered Supreme Tee. Ist halt einfach, wie es schon der Name sagt, eingestickt worden. Und an der Seite sind noch irgendwie so zwei komische, ist das eigentlich, keine Ahnung, was das ist. Auch in der Size XL, Retail lag da, glaube ich, bei 90 Euro, ne? Ja, doch, 90 Euro. Genau, trage ich aber halt leider auch nicht oft, ist halt, wie gesagt, noch Deadstock. Und dann auch schon zum letzten Supreme-Shirt, was aber auch einer meiner Lieblings-Shirts ist, hätten wir einmal das Supreme Chicken Dinner Tee. Habe ich damals auch direkt online bekommen für auch 54 Euro. Trage ich halt auch relativ oft. Allerdings wird mir das, glaube ich, jetzt in den nächsten paar Wochen ein bisschen zu klein, weil es halt eine Größe M ist und ich eigentlich L habe. Deswegen, ja. So, Freunde, dann nochmal ganz schnell zu ein paar Hosen. Hier haben wir einfach nochmal eine Adidas-Hose und hier nochmal eine Puma-Hose. Will ich jetzt irgendwie nicht groß drum herum reden. An sich, Freunde, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum nicht viele Hosen dabei sind. Erstens, ich habe kaum Hosen, weil ich irgendwie, keine Ahnung, keine Hosen trage. Nee, ich habe halt irgendwie nicht viele Hosen. Ich habe 2 Jeans-Hosen, ein paar Jogging-Hosen und sowas. Die Gosha X Adidas-Hose habe ich ja auch. Die ist aber leider in der Wäsche, deswegen kann ich die jetzt nicht zeigen. Aber ja. Freunde, kommen wir dann zu einigen Pikes-Sachen. Vielleicht wissen ja einige, ich arbeite so ein bisschen mit Pikes zusammen. Das heißt, die senden mir immer ein paar Dinge zu. Auf jeden Fall Ehrenbrüder. Hier haben wir einmal das neueste T-Shirt aus der Kollektion. Pikes ist auch unten verlinkt, könnt ihr gerne abchecken. Hat hier leider 2 Deo-Flecken. Keine Ahnung, wie das passieren konnte, aber ja.
Halt das normale Peak ist die, hinten mit dem nice Print drauf, inner Size L. Trage ich auch aktiv, das gleiche habe ich auch in Grau, was aber leider auch zurzeit in der Wäsche ist. Dann zu einem Sweater von Peakies, da hatten wir einmal den weißen, auch mit dem normalen Print hinten drauf, in der Size L. Problem bei denen ist, ich habe hier mal mit Eistee gekleckert auf nass und der Fleck geht irgendwie nicht mehr raus. Ist ein bisschen Nasenbluten, aber machst du nichts, habe ich halt den weißen Sweater. Gefällt mir aber an sich gut, trage ich aber halt leider jetzt nicht mehr wegen diesem Fleck. Dann zu einem weiteren T-Shirt von Peakies, das ist einfach ein Basic-T-Shirt, also da ist jetzt irgendwie nichts Besonderes drauf. In der Size S. Passt mir zwar, aber jetzt irgendwie nicht so oversized, das heißt, der Fit von denen gefällt mir jetzt nicht so gut. Ich denke mal, ich werde das demnächst irgendwie wahrscheinlich verschenken. Ja, das auf jeden Fall dazu. Zu guter Letzt hätten wir dann einfach nochmal genau denselben Sweater in schwarz. Das heißt, auch hinten mit dem normalen Print drauf und vorne mit nichts drauf. Und der ist in der Size M, das heißt, der fittet ein bisschen kleiner. Aber da waren auch irgendwie Flecken drauf, was ich mir auch nicht richtig erklären konnte. Oder auch nicht, Digga, das war's auch komplett. Dann noch zu ein paar weiteren T-Shirts. Und zwar hätten wir nochmal ein T-Shirt von The Concept Club. Was heißt T-Shirt? Ist eher irgendwie so Trikot, weil es auch so ein Trikotmaterial ist und halt irgendwie die nur ihren eigenen Stuff einfach drauf genäht haben. Ja, finde ich aber eigentlich ganz nice. Kann man mal zum Sport tragen. Und ja, sehr, wie oft will ich eigentlich noch und ja sagen? Dann weiter noch zu zwei T-Shirts von der Marke Lars Larenz. Das neueste T-Shirt aus der neuesten Kollektion. Irgendwie, die heißt irgendwie Light Blue Kollektion oder sowas. T-Shirt an sich finde ich eigentlich ganz cool, ist aber leider eine Nummer zu groß, weil es eine M ist und passt zwar, aber halt nicht so oversized, also wie ich es gerne habe, deswegen ja, trage ich das leider auch eher selten. Eine Nummer zu groß? Zu klein. Ja, egal. Und das letzte Shirt, was aus der älteren Kollektion ist, wäre einmal das hier, was ich eigentlich auch ganz cool finde, aber da genau dasselbe Spiel wie auch beim anderen Shirt, ist leider in der Size M und ich bräuchte eigentlich eine L, aber ja. Genau, Freunde, und ihr seht vielleicht, ich habe auch den Lars Larenz Hoodie an, den ich auch zweimal hatte, aber einmal haben wir den verlost, deswegen jetzt um den. So, Freunde, dann nochmal als letztes jetzt nochmal einmal eine Jacke und zwar hatten wir einmal die blaue TNF Napsi Jacket. Die habe ich letztes Jahr für 250 Euro im Size gekauft und ja, hat mich auf jeden Fall sehr warm über den Winter gehalten. Finde ich auch wirklich sehr geile Jacke, also die gefällt mir wirklich sehr gut. Zwar ist sie so mega breit und halt sieht so halt mega breit aus, aber ich finde die trotz allem ganz cool. Und ja, Freunde, das war's dann, oder? Freunde, das war's dann, glaube ich, auch schon mit allen Sachen, die ich hier jetzt so im Moment stehen habe. Klar, einige Sachen sind in der Wäsche oder einige Sachen sind wo auch immer. Deswegen konnte ich euch jetzt nicht alles zeigen, aber halt mal jetzt so einen kleinen Überblick über die Sachen, die ich so besitze. Und ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, was von den ganzen Sachen ihr am coolsten findet. Warum lachst du, Digga? Ja, Freunde, das war's dann mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was von den ganzen Sachen euch am besten gefallen hat und vielleicht auch ein paar Videowünsche. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.